Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit Don't Starve, mit dem Glommer und dem Chester. Ich habe meinen Mikrofonpegel nochmal ein bisschen angepasst. Mir ist aufgefallen, in den letzten zwei Folgen, als ich den ein bisschen runtergedrosselt hatte, war ich doch zu leise. Das heißt, ich muss mich einfach anstrengen, nicht so laut ins Mikro zu atmen. Ich habe es noch nicht so ganz raus, aber ich hoffe, es ist erträglich. Außerdem habe ich euch am Anfang der letzten Folge versprochen, dass ich die Wünschelrute baue und ich habe es einfach immer noch nicht gemacht. Ich sage es ungefähr seit Anfang an schon, dass ich das vorhabe und ich mache es jetzt direkt am Anfang. Sofern ich genug Material dafür habe, was aber ganz gut aussieht. Ups, dafür brauche ich auf jeden Fall Gold und Gears, die Zahnräder heißen im Deutschen. So, und ich bin mir gerade nicht sicher, auf welchem Tab das ist. Ich glaube, auf dem Maschinen, hier auf dem Wissenschaftstab. Ich muss jetzt leider ein bisschen kurz suchen. Ich habe es nicht nachgeguckt. Thermometer, Wünschelrute, da haben wir es. Ah, viermal diese Geister. Okay, um die Geister, diese dunklen, ich weiß nicht, wie die heißen, Nightmare Fuel, Albtraum... Ach, ich weiß nicht. Nightmare Fuel auf jeden Fall. Brauche ich die nächste Wissenschaftsmaschine. Dafür brauche ich vier Hasen und einen Hut. Da geht schon mal ein Hase direkt in die Falle. Einen zweiten habe ich hier. Und den Zylinder brauche ich dafür. Dafür brauche ich Spinnweben. Davon habe ich nur einen. Okay, das wird mal wieder ein bisschen was Größeres hier. Aber ich versuche, das einfach unter einen Hut zu kriegen. Ich habe... Hut, haha. Ich habe drei Hasen in der Tasche. Und jetzt mache ich einen Trick. Ich nehme mir nämlich einfach Essen für die Hasen mit. Die... Oh, jetzt habe ich vier Hasen. Okay. Die mögen nämlich auch... Oh, die mögen keine Samen. Na gut. Dann mögen die jetzt Karotten. Füttern. So. Mögen die... Oh, jetzt kommen auch noch Hunde. ja, das schaffen wir. Wir schaffen das, wir schaffen das. So, ich guck mal. Ob die auch das hier mögen, würden die auch essen. Sehr gut. Dann mache ich mich trotzdem einfach auf den Weg Richtung Spinnen. Farme Spinnen für den Hut, für die nächste Wissenschaftsmaschine, um eine Wünschelroute zu bauen, damit ich nicht die ganze Map absuchen muss. Nach dem Adventure-Mode-Eingang. So sieht das aus bei Don't Starve. Ja. So, nicht ablenken lassen. Spinnen. Auch wenn es mitten in der Nacht ist, das schaffe ich. Ich ziehe einfach schon mal meine Rüstung an und dann klappe ich auf die Spinnen ein. Ich habe genug Rüstung, ich habe genug Helm und ich habe noch ein Speer in Chesterfield drin. So, dass ich auch hier in der Dämmerung einfach die Spinnen angreife. Ist mir jetzt ziemlich egal. Wir machen jetzt hier einen auf Haut drauf. Muss ja auch mal ein bisschen Action und Leben hier in die Sache reinkommen. Oder auch tot. Das macht nichts. Da ich ja eh den Stein auch hier in der Nähe habe. Ein bisschen mal was riskieren. Kann ich nicht mehr tragen, sagt er. Okay, also hier habe ich den nächsten Speer. Ich tausche den mal einfach. Ne, ich tausche den nicht aus. Ich mache den Regenschirm hier rein. Die Falle nicht. Diese wunderschöne Ressource mache ich da mal rein. Ich habe kaum noch Holz. Das ist ein endloser Kreis. Ein Circle of Death. Ah, wobei ich noch nicht gestorben bin, also kann ich mich nicht beschweren. Wir haben auch Tag 17. Ich glaube, ich bin lange nicht mehr so früh gestorben, also... Leider wird es jetzt Nacht und da waren nicht so richtig viele Spinnen. Ich gucke gleich nochmal auf der Karte. Ich zünde mal mit dem Glommer. Das ist nämlich wunderbares Treibstoffmittel. Treibstoff! Treibstoff ist mir vorhin nicht eingefallen.
Wehe, du greifst Chester an. Dann werde ich aber sowas von böse. So böse werde ich dann nämlich. So, es müsste noch ein dritter kommen. Pling, 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 pling. Ne, kommt aber nicht. Ja. Gut. Was dann? Erstmal die Falle hier vorne. Auf das Hasenloch hier hinten stellen. So. Und dann gucke ich. Da unten war der Sumpf. Da sind auch immer Spinnen. So, ich muss noch ein bisschen aussortieren eben. Brauche ich? Das brauche ich nicht. Hier, die brauche ich jetzt auch gerade nicht. Eine zweite Fackel muss ich mir nämlich sofort machen. Den fütter ich schon mal an. Mach mir jetzt eine zweite Fackel. Und geh los. Nachts im Sumpf, ne? Gibt nichts Schlaueres. Ups, das sind so Moskitos. Die stechen einfach auf einen los. Und die lassen so einen roten Sack fallen, wenn man die tötet. Links von mir sind Spinnen, aber ich kann gegen die gar nicht kämpfen. Ist hier eine Tür aufgegangen. Ich brauche die Spinnenweben. Chester, geh mal ein bisschen weiter weg vom Feuer. Ich zünde die Bäume jetzt hier an. Da links neben mir sind. Oh, au, 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 au. Das war nicht so gut. Denn ich Eichhörnfeuer vorgesetzt. So. So, und jetzt haben die Tentakel mir hier ein bisschen mehr Essen beschert. Finde ich auch gut. Muss aufpassen, denn... Ah! Die sind ja noch nicht alle tot, wollte ich sagen. Hab ich ja für doof geschrien. Schön. Ich habe nämlich nichts zu essen mit und dann müsste ich ja einen der Hasen essen. Die möchte ich ja behalten für die Wissenschaftsmaschine. Man hört hier die ganze Zeit dieses Gurren. Das sind die Tentakeln. Gut, ja, ja, mecker du mal rum. Ich finde es total nervig, gegen die zu kämpfen, weil die kiten einen so. Komm hier hin. So. Und ich will mich nicht kiten lassen, es nervt. Ich hatte doch eigentlich auch schon richtiges Spinnengebiet gefunden, oder? Und manchmal, das ist aber ganz cool, hauen die die Tentakeln kaputt. Und dann kriegt man nicht nur Fleisch, sondern auch so ein Tentakel-Spike. Das ist eine der... Also es ist halt die beste Gratiswaffe sowieso. Und es ist auch eine sehr gute Waffe. Kann ich immer nur empfehlen. Gerade im Adventure-Mode ist die auch sehr, sehr hilfreich. Gut. Ich brauche noch mehr Spinnenseide. Ich glaube, ich brauche 8. Vielleicht brauche ich nur 6. Und auf Chester. Wird langsam zum Running Gag, lieber Chester. Kannst du mal ein bisschen besser auf dich aufpassen? Ist doch immer so, oder? Und jetzt habe ich keine Spinnen hier gefunden. Keine weiteren. Gut, dann achte ich mal darauf. Hier sind keine Tentakel. Da gucke ich mal eben. Auf die Map da rechts neben mir sind noch welche. Und wisst ihr, was ich dann einfach mache?
Da waren ganz viele. Da war das, glaube ich. Ja. Die liebe Ness hatte sich gewünscht, dass ich durch ein Wurmloch springe. Ich bin ja schon durch eins gesprungen, aber ich werde das jetzt im Namen der Wissenschaft noch ein bisschen besser machen und werde euch meine Energieleiste zeigen, vorher und nachher. Denn wenn man durch ein Wurmloch springt, hat das Auswirkungen auf die geistige Gesundheit. Aber ich kann leider gerade gar nicht sagen, wie sehr das einen beeinflusst. Aha. Okay. Warum hat er es nicht nachgenommen? Das wäre schon gut gewesen. Sonst hätte ich direkt weiterhauen können. So, die lasse ich stehen. Wenn ich alle Spinnennester abfarme, habe ich am Ende keine Spinnen mehr. Am besten ist es immer, die dreistöckig werden zu lassen und dann erst runter zu hauen. Dann ist aber auch höchste Zeit. Hier ist das Wurmloch. Ich stelle mich mal kurz daneben. 164 habe ich jetzt. Geistige Gesundheit 117 auf dem Herz und 64 auf dem Magen. Jetzt gehen wir hier mal durch. Ich untersuche es einmal. Die Wissenschaft zwingt mich, dort hineinzuspringen. Ich sage ja im Namen der Wissenschaft. Heureka. Heureka ist das richtige Wort, denke ich. Und jetzt komme ich hier irgendwo an. Das war unvernünftig. 149. Die anderen beiden sind unverändert. Herz und Magen. Ja, aber es hat mich ein wenig geistige Gesundheit gekostet. Wenn man das jetzt hin und her machen würde, wäre man einfach irgendwann ziemlich verrückt. Und ich bin hier direkt in einem Spinnengebiet gespawnt. Das ist doch super. Dann arbeite ich mich mal von hier oben nach unten durch. Oder ich arbeite mich nach oben durch. Und hier haben wir so einen bösen Baum. Okay, ich muss auch noch Holz fällen, sonst überlebe ich die Nacht, glaube ich, nicht. Ich habe eine 16% Fackel und eine 74% Fackel. Die Nacht ist relativ lang. Also, Holz fällen, konzentrieren. Es könnte ja sein, dass der Adventure Mode hier irgendwo in der Nähe ist. Der Hund jammert. Ich habe an Tag 17 mit euch angefangen. Das heißt, ich bin schon wieder diese Folge zu nicht so viel gekommen und muss aber schon heute Nacht aufhören aufzunehmen, damit die Folgen nicht überhand nehmen. Hier sind ein paar Spinnen. Greife ich mal eben an und den Chester auch noch einmal. Keine Spinnenseide. Ey. Los. Einmal noch. Einmal Spinnenseide. Einmal. Los. Da ist einmal Spinnenseide. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gehört alles mir. Kannst du vergessen. Und dann laufe ich einfach nach unten. Und versuche euch noch schnell zu zeigen, wie man den Hut baut. Ich renne jetzt nicht nach oben, das wäre nämlich eigentlich mein Plan jetzt gewesen. Und dann muss ich sowieso das nächste Mal wieder hier hoch. Da ist der Eingang. Ah, den habe ich gesucht. Können wir uns das Ganze sparen? Ah, so nah und doch so fern. Wundervoll. Gut, Leute, dann, wie machen wir es? Ich gehe ins Lager, zeige euch, wie man so einen Hut baut. Und die nächste Maschine, weil ich jetzt die Hasen hier schon bereit habe, nehme mir ein bisschen Holz mit, baue mir da ein reguläres Feuer hin, also so ein Steinkreisfeuer, damit immer, wenn ich aus dem Adventure Mode rauskomme, ich nicht verwirrt mir irgendwie ein neues Feuer setzen muss. Und außerdem brauche ich auch was zu essen.
Das ist nämlich ziemlich witzig im Adventure-Mode. Hier war nicht noch so ein Viech, okay. Während man im Adventure-Mode ist, vergeht die Zeit in der Sandbox-Welt nicht weiter. Also stehe ich die ganze Zeit hier rum quasi. Es wird kein Essen oder kein Leben verbraucht, es geht ja nicht weiter. Also ich stehe hier dann, springe gleich rein. Achso, da hat er Hunger, deswegen. Warum habe ich die schon ausgerüstet? Macht ja gar keinen Sinn. Ja, erlebe mein Abenteuer im Adventure Mode und kann dann nahtlos in dieser Welt weiterarbeiten, ohne dass irgendeine Zeit vergangen ist. Und meistens, es dauert ja so ein paar Tage, bis man den Adventure Mode mal durch hat, eventuell oder auch nicht. Vielleicht sterbe ich auch direkt. Ist auch ganz möglich. Es hat aber keinen Einfluss auf diese Welt hier. Und meistens ist man dann ein bisschen verwirrt, weil man nicht weiß, an was für einem Punkt man gerade war. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen vorbereitet da reingeht. So, ich feuer mal hier mit dem hier eben an. Koch mir hier kurz irgendwas. So. Baue mir den Hut. Der ist komischerweise auf dem Huttab hier unten. Kleidung. Das ist der Zylinder. Den brauche ich für die nächste Maschine. Ich brauche tatsächlich 6 und nicht 8. Das heißt, ich hätte es schon früher machen können. Und für die nächste Maschine brauche ich dann noch 4-mal Holzbalken. Und ich muss was essen. Der Hase hier. Ach, der kann ruhig vergammeln. Ich habe hier noch einen neuen. So. Dann zünde ich mal ganz fix mit. Habe ich hier vielleicht noch mehr Holz drin? Das wäre richtig gut. Habe ich nicht. Das kommt dann hier eben da rein. So. Das kann ich gleich wieder absetzen. Der will mir jetzt hier auch hops gehen. Das ist ja wohl eine Frechheit. So. So, für einen Holzplanken, für eine Planke, brauche ich 4 Holz, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ich guck mal eben. Ja, 4. Das heißt, ich brauche. Das reicht jetzt schon. Ich fäll die aber hier trotzdem ganz fix weg. So, und während ich das mache, höre ich mal kurz mit der Aufnahme auf und wir treffen uns am Eingang des Adventure Modes wieder. Nein, gar nicht wahr. Ich wollte ja die Maschine bauen. Ja. Also, Konzentration, Ronja. Ich höre jetzt trotzdem auf und in der nächsten Folge geht's mit dem versprochenen Maschinen-Ding weiter. Wie heißt denn die Maschine überhaupt? Die Maschine heißt Prestihatilator. So nämlich. Mit dem geht's dann weiter und mit dem Adventure Mode. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns gleich.